hoch oder was? Ja, da. Und hoch. Sehenswürdigkeit, wo? Oh Mann. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Und hoch und noch weiter hoch. Da war das Ding, ich springe einfach runter. Warum? Warum denn? Ist doch ganz schick hier eigentlich. Endlich kann ich mal so ein Ding gucken. Bin mal gespannt, wie viele Scherben es hier gibt. Lass mal gucken. 6. Und 1. Geht's noch voll weit weiter. Aha. Kann ja mal komplett rumdrehen. Lol. Da ist noch eine. Okay, das heißt, die Feste da oben kann ich auch noch hören, wie. Fünf. Wo ist die sechste? Sechs, passt. 6 von 13, okay. Ja, wo kann ich da auch? Kann ich hochklettern, genau. Ne, hier muss ich hochklettern. So. Jump. Sehr gut. Top und top. Wo ist die Scherbe? Ah, da ist sie doch. Habe ich sie aber nicht gesehen. Bin mal gespannt. Ja, la. Ah, da war ich immer noch nicht. Naja, was soll's. Lauf mir mal da lang. Oder lauf mir da lang. Wir sollten uns hier ein wenig umsehen. Andere Seite. Kaputt.
ob ihr es wollt oder nicht. Ich mache aber ganz schön Aua. Komm da runter. Denke, der ist da sicher auf der Wand da oben oder was? Schurken, kein Problem. Die Leutnants der Roten Templer sind im Steinbruch. Das alles wird erst ein Ende haben. Lol. Ach, während die reden einfach. Schwarzer Bildschirm. Egal, was die sagen wollten, das interessiert uns ja alle nicht. Jetzt bin ich beim Steinbruch oder was? Ich war zum Turm, da war ja irgendwas. Für mich. Ein Wein, ja. Aufträge. Die Jungs in der soliden Feste brauchen für die Sachen, an denen sie arbeiten, mehrere Fässer. Bereitet außerdem eine Lieferung an die Sturmküste vor. Ja, die Sturmküste gehört jetzt mir, Kollegen. Was ist hier? Warum ist hier irgendwas durchgestrichen? Was soll das darstellen? Verschlossene Tür, wo? Wo ist hier eine verschlossene Tür? Die würde ich gern sehen. Hm. Da müssen ja wohl Feinde. Aber wo kommt die her? Oh, was ist das für ein Vetter? Everett. Da unten sind bestimmt Templer, oder? Okay, aber das ist ganz schön weit unten. Die lassen wir erstmal stehen, laufen wir erstmal hier rüber. Oder vielleicht geht es auch wieder runter. Dann töten wir sie doch. Und es geht nicht runter. Hier gibt es so viel zu erledigen in dieser Gegend. Das ist die soliden Festung. Suledin Festung. Schleiche mich jetzt unauffällig durch eine Höhle in den Thronsaal. So eine Riesenhöhle, die jeder Depp sieht, die nicht mal versteckt ist. Aber da ist ein Geheimgang. Na doch nicht. Lad mal auf hier. Bitte, danke. Das jetzt gebracht. Irgendetwas muss hier doch sein.
Kann nicht sein, dass ich herlaufe und nur so eine Fackel krieg, verdammt. Da, ich hab's gewusst. Dass es nicht so sein darf. Bist du jetzt, Mensch. Plan erhalten, ausgezeichnete Frostrune. Okay. Da hat sich das schon gelohnt. Das war das Erste, was ihr zu ihm gesagt habt, was? Nicht das Erste. Ich sag euch was, Sucherin. Das nächste Mal, wenn ihr mich mit gezücktem Messer zwingt, euch eine Geschichte zu erzählen, mache ich den Helden größer. Oh, da liegt eine Falle. Oh, ist das der Kommandant oder was? So. Komm mal, unterhalten wir uns mal, Kollege. Der Leutnant oder was? Was war das für einer? Der war ein bisschen besonders. Ist das frei? Das kriegst du gerade bei mir. Beutelschneider. Weiter geht's. Kann ja noch sterben, bevor er das wird. Was er werden soll. Ach, verdammt! Ja. Ja, ich rette euch schon. Chill. Da, Leutnant der Roten Tempel, ich hab's gewusst. Mensch, Merrick stirbt doch nicht so oft. Nicht so oft sterben, mein Freund. Ja, ihr seid doch schon frei. Sind alle Käfige offen? Sehr gut. Ihr seid frei. Dämmerstein. Schon da oben, oder? Noch höher. Na ne, hier, lesen. Befehl des Hauptmanns. Klimmt. Da sich Leutnant Kaut nicht gut fühlt, müsst ihr euch um die Dame aus dem Dorf kümmern. Stellt eine Lieferung aus den wichtigsten Vorräten zusammen. Mehl, getrocknete Bohnen, ein paar Decken und so viel Geld, wie ihr übrigen könnt. Bringt das alles übernächste Nacht zu dem Hain an der
Gabelung, das Elfenblut und achte darauf, dass euch niemand sieht. Herrin Pauline sollte dort auf euch warten und euch im Austausch für die Lieferung eine Liste von Leuten geben, die wir verwenden können. Bringt mir diese Liste. Oh, und setzt sie ein bisschen unter Druck. Kaut hat ein zu weiches Herz und lässt ihr zu viel durchgehen. Ihre Liste werden immer kürzer und sie empfiehlt uns Leute, die entweder alt sind oder irgendein verstecktes Leiden haben. Wir holen sie uns, aber sie überleben die Saat nicht. Sie sind nutzlos für uns. Sagt ihr, sie muss uns etwas Gutes anbieten, wenn sie nicht will, dass wir uns einfach alle holen. Aha. Die Oma macht Geschäfte mit denen. Aber die Oma macht es nicht dumm. Die gibt immer die Armen und Kranken her. Was gibt's da oben? Gibt's da oben was? Nein. Warum kletter ich dann hier hoch? Sauben was? Auch nicht. Sehr gut, dass wir das abgeklärt haben. Down. Und darunter. Okay, verschwinden wir hier mal. So, so sind hier keine Feinde in der Nähe. Infizierte Frau. Sieht aus wie ein Mann. Geht es euch gut? Ihr scheint euch nicht gut zu fühlen. Was ist mit euch? Bodenkristalle. Ich kann sie fühlen. An meinen Fingerspitzen. Unter meinen Nägeln, unter meinen Augenlidern. Ich weiß, was geschehen wird. Ich habe einen Brief an meinen Liebsten. Würdet ihr ihn in die Höhlung des gekennzeichneten Baumes am Fluss legen? Sobald er aus dem Krieg heimkehrt, wird er wissen, dass er dort nachsehen muss. Und sein Leben weiterführen. Nee, oder? Was macht Varric hier ganz hinten? So ein Idiot. So ein Trottel, ich glaub's nicht. Bin dabei, Kollege. Ich suche doch noch alle. Da geht's rüber, sehr gut. Jetzt über die Ketten, oder was? Ne, da geht's aber einen Weg runter. Ohne Witz, wenn ich da jetzt runtergefallen wäre, hätte ich mich so aufgeregt. Das Soul ist im Baum. Den Idioten meine ich. Hochklettern. Oder auch nicht.
Chill, Mann, chill. Du. Da. Sind alle tot? Ja, sehr gut. Mächtiges rotes Lyrium. Ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Aber ich sammle es immer wieder ein. Ach, das ist so böse. Ah, da sind welche. Da plündert den mal. Ihr müsst uns helfen. Sie verwandeln uns sonst in diese Dinger. Entspann dich, Kollege. Ich bin doch schon dabei, das Schloss zu knacken. Wo komme ich da hin? Mensch, Varric. Irgendwo hier ist eine Mission. Ist sie hier oben? Nein, die ist noch weiter oben. Weiter hochjumpen? Fast. Diesmal aber. Sehr gut. Nein. Gott, wenn ich da jetzt stecken geblieben wäre. Lesen. Ein Geständnis. Ich werde das hier nicht überleben. Ich habe gesehen, was die roten Templer den anderen angetan haben. Diese roten Kristalle dringen in die Haut ein und verändern ein. Erst verliert man sich selbst, dann stirbt man und genau das wird auch mein Schicksal sein. Ich bete, dass Lynette nicht zu lange um mich trauert. Ich habe ihre Liebe nicht verdient. Die Welt muss erfahren, was ich getan habe. Ich werde diese Last nicht mit ins Grab nehmen. Ich habe Lynettes Bruder Garden getötet. Er hatte ihr erzählt, er wolle für die Kaiserin kämpfen. Aber in Wahrheit hatte er das nie vor. Er wollte nach Ferelden fliehen. Eines Nachts habe ich ihn dabei ertappt, wie er auf der Suche nach Lynettes Schmuck unsere Kommode durchwühlt hat. Er wollte ihn stehlen und dann für immer verschwinden. Ich versuchte ihn aufzuhalten, aber er hat sich gewehrt. Und ich habe ihn getötet. Ich wollte es nicht. Es war ein Unfall. Möge mir der Bauer vergeben und Andraste mir Kraft schenken. Louis. Aha. Es war ein Unfall, aber er war tot. Der arme Garrett. Sind sie verschwunden? Warum sind die jetzt alle verschwunden? Alles sind sie wieder da. Das war unfair. Sehr gut, sehr gut. Oh, 4 von 5. Noch ein Leutnant irgendwo. Lasst uns hier raus. Brecht die Schlösser auf, bitte.
mal auf hier. Ja, da kommt zwei, wo kommen die her? Drei sogar. Ich habe so viele gefangen.